Recon's inbound. UAV beginning flyover. Bounty target is down. Move to the target area. You don't have all day. Wo ist der Mann? Hör doch was. Da ist er. Thank you. Aber er hat gesagt irgendwie so, good job auf Italienisch. Simbol, ich habe Schmerzen im Daumen schon seit längerem. Da bin ich jetzt vorübergehend auf Maus und Tastatur umgestiegen. Da habe ich gar keinen Bock zu fighten in diesem Haus. Apex Bock? Ja, aber... halt Apex, ne? Oder wie wurde ich denn da gerade markiert? Wen wollen die denn verarschen? MP7 ist auf jeden Fall eine schwierige Nummer mit dem Bild im Nahkampf. So Leute, denn ist halt Apex. Ja, Apex halt irgendwie den Cringe Gamer machen bei Ranked und halt immer ein Pool-Team haben, ne? Und man kann es auch nicht alleine spielen, außer halt mit Auffüllen. Weißt du? Das meine ich mal halt. Ist halt Apex. Okay, Chat, also. Bei der MP7-Variante bin ich ehrlich, weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Warum sind die eigentlich alle so krass? Halt voll schwer auch mit der zu treffen irgendwie im Nahkampf, finde ich. Schnell weg und Dip. Wichtiger Dipperus. Auch einfach mal durchziehen. Er hat ihn echt nicht so gut gesehen. Gecreed. Oh. Er hatte 1 HP, der Mann. Einfach mal die Birne einziehen da, wenn ich mit der Grau schieße. Third Party City. Und okay. Oh, da könnte das Loadout echt eine schwierige Nummer werden. Egal, we try. Ja, auch nicht, was das ist. Wir sind so flink, Digga. Auch auf Maus und Tastatur. Hey mate, it's me. Okay, also jetzt mal for real. Die Waffe macht halt wirklich gar keinen Damage. Die Waffe macht ja gar keinen Damage. Also die MP7 auch. Ich hab gerade nicht mal Sheetbreak gemacht. Oder ich habe mir irgendwie 7 Kugeln gegeben. Ich spring mir alle mit Meta-Waffen um in die Dings ins Gesicht. Ich aim wie ein junger Gott nicht, aber ich finde auch, dass ich... Für wie lange ich Maus spiele, dadurch, dass ich es noch nie davor auf einem anderen Spiel gespielt habe, bin ich schon sehr zufrieden. Einfach mal den, auch einfach mal selber dann. Wisst ihr, was ich meine? Third Party. Muss auch mal sein. Ja, ich glaube auch, dass ich so, wie ich sie vorhin hatte, da war die echt gut. Oha! Ey, ich mach einfach den Symphony. My life is a mess. My life, this can't be true, Chad. This can't be true. Der Knossi spielt irgendwie Dings und... Ach nein, ach nein. Voll der krasse Schuss auch, ne? Das war echt weit. Er wird so sauer sein. Also wirklich so sauer. So sauer, Digga. Welche Waffe momentan die beste ist? Auf jeden Fall die NZ. Da ist er. Krache ist Blutwurst, mein Freund. Da ist er. Bitte rette ihn jetzt nicht den Arsch. Das ist er gar nicht gewesen. Natürlich rettet wieder irgendein anderer ihm den Arsch, indem er mich irgendwie fast One-Shot schießt. Hast du dir anders vorgestellt, hä? Huh? N-Hot. Ich sagen, Aim Assist ist ein Vorteil. Ja. Ja, was soll ich dir sagen, Digga? Ich find's halt echt Quatsch, dich über sowas zu beschweren. Also klar, boah, er war so nett, Chat. Gönn mal ein GG in Chat. Soll ich jetzt seine Meta-Waffen nehmen? Ja, geh nicht mehr an meine ran. Markus, so ein Feini. GG. Aber wisst ihr, es ist so die endlose Diskussion und
Ich finde beides. Beides hat Vor- und Nachteile. So, man ist einfach das Spiel, wo man sich wohler fühlt. Ich fühle mich deutlich wohler auf Controller, weil ich halt mein ganzes Leben schon spiele auch, wisst ihr? Und klar freue ich mich ab und zu mal des Aim Assists, obwohl der fällt auch sehr oft aus. Plus dafür hat Maus, das tut halt auch andere Vorteile, ne? Wo ist denn dieses Ding? Ah, hier. Oh mein Gott, habe ich gerade erschrocken. I just scared the shit out of me. Glaubt ihr, der Typ ist im Untergrund? Ich glaube, dass der im Untergrund ist, um ehrlich zu sein. Nein. Irgendwer hat mir gerade das Leben gerettet. Intens Runde jetzt hier gleich. Müsste eigentlich Uwe Kai irgendwo rauskommen. Da ist Uwe Kai. Glaubt ihr, der hat mich gesehen? Ich glaube schon, ha? Der Uwe Kai hat natürlich auch wieder einen Beamer. Und die Einsatzschild. Okay, Bro. Das ist jetzt wirklich unangenehm, die Situation. Das wollte ich nicht machen. Mein Gott. Ja, okay. Ach, Digga! Bruder! Was? Wie hittet mich denn diese Stun? Guck mal, wo die ist! Guck mal, wo ich bin! Och, come on, Bro! Und ich wollte da nicht mal runterfallen. Plus, es macht gar keinen Sinn, wie die Stun mich hittet. Und drittens, wo war der überhaupt? Ja, ich kenne mich da auch nicht aus in diesem Schmutz, Untergrund da. Je t'avais pas rien. Get to the new safe zone. Gas is closing in.